So, ich packe hier einfach mal ein bisschen Lava rein. Das ist echt praktisch, finde ich, ne? Apropos Lava. Diese Elemente müssen wir ja auch herstellen. Auch hier diese Bassins und so weiter. Ich guck mal eben. Wir brauchen hier von dem Material her ja was für unseren Anvil. Den wollten wir ja herstellen. Und zwar brauchen wir da jeweils 3 Blöcke von, ja, da kommen dann eben ein Material, wo wir einfach viel von haben. Also ich denke mal hier dieses Rose Gold kriegen wir hin. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt unbedingt woanders brauchen hier. Nur mal überlegen, was wir dann nehmen hier am besten. Hier Bronze zum Beispiel, ne? Das, da hatten wir ja doch immer relativ viel von. Ach ja, das ging ja nicht mehr mit dem neuen Tinker. Oh, in meinem Sehen. Und zwar den Anvil. Das ist alles relativ teuer. Ich denke mal, hier Rose Gold kriegen wir, glaube ich, ganz günstig hergestellt. Ja, das andere das haben wir nämlich alles auch gar nicht hier. Ne? Signalum, auch hier Slime Steel oder hier Amethyst. Ja gut, Amethyst Bronze könnten wir herstellen. Haben wir auch relativ viel schon von. Oder eben Rose, also ich denke mal Rose Gold. Der ist hier zweimal drin. Ja, die sind alle zweimal drin, ne? Ach, das ist nur mit einem anderen Unterbau hier, ne? Das eine ist das mit dem, hier mit dem, Seared Brick. Und das andere ist das mit den, Scorched Bricks. Die sind so ein bisschen bräunlicher. Ich bleib mal bei den normalen. Das heißt, das sind nämlich gar nicht so viele. Probieren wir mit dem, na, wir sehen, hier entweder Rose Gold oder Amethyst Bronze. So, Rose Gold haben wir schon einen. Hier hatten wir Rose Gold Repair Kits hatten wir hier. Hier die Cobalt Pickaxe müssen wir auch mal reparieren. Amethyst Bronze hatten wir ja hier die Shards. Und Rose Gold haben wir auch schon ein paar von den Ingots. So, ich guck mal eben, wie die Legierungen aussehen. Also Rose Gold ist Kupfer mit Gold. Ja. Könnte man hinkriegen. Und Amethyst Bronze ist Kupfer mit Amethyst. Ich denke mal, dass wir das Amethyst weniger brauchen für andere Dinge. Als das Gold und werden mal dieses Amethyst Bronze mal versuchen herzustellen. Also da brauchen wir dann ja Kupfer und das hier zu jeweils einem Teil. Machen wir mal hier 9 von denen und 9 von denen. So, das zieht auch relativ schnell durch. So, dann haben wir hier Amethyst Bronze. Hier ist so ein Block Amethyst zu viel. Das ging nicht ganz auf, die Rechnung.
Moment, da läuft irgendwas. Hier, ne? Da habe ich ja irgendwas hergestellt, was ich gar nicht herstellen wollte. Ach, dann ist das da schon durchgelaufen. Moment. Amethystbronze, oh, das werfen wir wieder nach. Wir wollen ja hier. Ach, und da. Moment. Da müssen wir erstmal im Kupfer nochmal draufpacken. So. Okay. Aber dann müssen wir nochmal das nachlegen, das nützt nichts. Ist egal, haben wir jetzt irgendwie einen Fehler gemacht. So. Ich brauche 3 Blöcke von dem Amethyst-Bronze. So, da fehlt noch ein bisschen was. Zwei Blöcke haben wir. Drei Blöcke. Das sieht gut aus. So machen wir es. 1, 2, 3. Perfekt. So, da haben wir. Okay. So, das heißt, wir brauchen eine Tinker Station und von den Sealed Bricks. Können wir uns gleich hier herstellen. Machen wir ein bisschen Platz hier. Also wir haben den Block auf Amethyst. Die Tinker Station. Ist, glaube ich, egal, welche wir dann nehmen. Also 3 Pattern und 3 Holz. Also 4 Holz. Die Pattern habe ich, die habe ich drüben in der Kiste gelassen. Mal kurz mal ein paar nachbauen. Hier haben wir noch 48. Komm, nehmen wir die. Und hier haben wir ja auch von dem Spruce ja auch, ne? Ne, haben wir gerade nicht mehr. So, da haben wir hier die Tinker Station. Wir haben die 3 Blöcke und dann brauchen wir noch von den Bricks. Ich meine, 4 Stück haben wir hier auch noch, ne? So. Dann gehen wir mal hier an die Werkbank. So, wie war das? War das nicht die 3 oben? Nee, wie war das jetzt? Moment. 3 oben, den da drunter und die 4 an der Seite. Okay. So, dann haben wir hier einmal Tinker's Anvil. Ganz schön teuer, ne? So. Und dann haben wir ja hier in unserer Strecke ja noch ein paar andere Dinge. Und zwar diesen Part Builder. Also die Crafting Station, den Part Builder, die Tinker Station und die Part Chest haben wir ja auch noch. Die war mit einem Pattern, einer Kiste, einem Holz und 4 Stöckern. Kriegen wir gerade so hin.
Erinnerung erstmal stärker. Hört jetzt ihr Pattern. Kiste und Holz. Ja, genau, so war das, ne? Dann haben wir die Part Chest. Und dann brauchen wir hier diesen Part Builder, brauchen wir dann noch. Das sind aber zwei Pattern und zwei Holz. Das ist aber easy. Aber ich hätte ganz gerne das Spruce. Mal sehen, ob ich hier noch. Ja. Ach, sehr schön. Dann haben wir den Part, dann haben wir das auch soweit fertig. Packen wir gleich mal hier dazu. Das ist nämlich doch ganz schön kleinteilig, das alles herzustellen. Aber wenn wir es erstmal haben, dann kann man auch mit arbeiten. So, die Dinge haben wir. Jetzt wollte ich noch von dem Glas mitnehmen, von dem Tinkerglas. Das hatten wir ja hier. So.